Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuman mal wieder am Start und heute gibt es wieder ein paar User-Level und zwar gibt es 4 neue User. Solltet ihr zufälligerweise nicht dabei sein, dann schreibt mir bitte nochmal eine Nachricht, damit ich euch hinzufügen kann, aber ich glaube, ich habe alle dabei. Und wenn ihr neu seid, ihr könnt mir jederzeit Level schicken und dann kommt ihr auch rein. Und zwar, wir fangen an mit Max. Und der Max, der hat mir eingeschickt, alte Kirche, und zwar hier, ist ein kleines Rätsel-Level, würde ich sagen. Würde mich auch freuen, wenn du auch meine andere Level spielst. Ja, auf jeden Fall, wenn es nicht zu lange dauert, weil ich mache ja 2 User pro Part jetzt. Aber ansonsten spiele ich die auch gerne in den All-Stars-Parts, da sind sie ja immer willkommen. Und ich sehe schon, wir brauchen eine Feuerblume und wir haben... Bodenboost, beziehungsweise in diesem Fall Deckenboost. Okay. Okay. Wir haben hier Kirchengeräusche. Oh mein Gott. Okay, das mit der Kirche ist schon gut umgesetzt. Und ich muss mal kurz meinen Fernseher so ein bisschen verrücken. Tut mir leid. So, und ich hoffe, ich werde jetzt nicht getroffen. Nee, ich werde nicht getroffen. Gut. So, aber den Fragenzeichenblock, den will ich haben. Okay, kein Pilz. Hier vielleicht? Nein. Okay, ich hoffe... Das habe ich erwartet. Aber ich dachte nicht, dass ich an der Kugel sterbe, sondern an dem Zahnrad. Aber gut, ich bin ja sofort wieder da. Und ja, rechts habe ich eine Röhre gesehen. Nee, links, rechts auch. Und es geht wahrscheinlich bei beiden Röhren rein. Wow, okay. Das ist aber eine tödliche Kirche hier. Ja, deswegen sind hier auch alle schon tot. Die ganzen Knochen trocken und so. Und hier muss ich die Bahn... Oh, das ist eine coole Idee. Hier muss ich die Knochenbahn so aktivieren, dass ich nicht getroffen werde. Ja, aber das ist dann wieder doof, wenn da der Kettenhund kommt. Der halt ein bisschen random ist. Naja. So, da bin ich wieder. Ich glaube, das ist sogar alles symmetrisch gebaut. Weil ich habe so leicht den anderen Weg gesehen. Und jetzt hat der Kettenhund schon wieder in meine Richtung ausgeschlagen. Und von daher werde ich jetzt mal den anderen Weg nehmen. Und hoffen, dass ich dann dem Kettenhund ausweiche. Okay, es ist in der Tat symmetrisch alles. Okay, und hier... Ich brauche eigentlich nicht warten. Weil das Feuer trifft mich doch nicht. So, Kettenhund schlägt wieder in die Richtung aus. Jawohl. Ja, also der rechte Weg ist der tödliche. Und der linke Weg ist der richtige. Und hier ist eine Ranke oder sowas. Oder sowas, ja genau. Okay. Und eine Feuerblume. Jetzt fühle ich mich endlich sicher. Ich habe schon die ganze Zeit nach einem Power-Up gehofft. Auf ein Power-Up gehofft. Und ja. Gleich mal wieder zurück in die Röhre. So, diesmal nicht. So, jetzt hören wir wieder die Kirchengeräusche. Ich habe das Gefühl, ich darf nicht runterspringen, aber ich muss runterspringen. Okay. Komme ich hier irgendwie hoch? Ist hier eine Ranke oder sowas? Nein, hier ist keine Ranke. Okay, dann gehe ich ab in die Tür. Und... Ach so, ja, ja, stimmt. Das habe ich ja schon fast wieder vergessen, dass ich ja die Feuerblume am Anfang brauche. Und hier haben wir einen Checkpoint und jetzt brauchen wir einen Tanuki oder einen P-Switch. Und ich glaube, links in dem Fragezeichenblock ist ein Tanuki drin. Und das heißt, ich muss mich jetzt nicht drum kümmern, das Power-Up möglichst lange zu halten. Sondern ich kann einfach machen, was ich will. Aber natürlich kann auch in dem einen Block ein P-Switch drin sein. Ups. Ein One-Up, yay. So, der Pfeil zeigt hier nach unten. Naja, hier brauche ich einen P-Switch, sonst... hier brauche ich einen Powerblock, sonst komme ich nicht weiter. Ein Schuh! Oder ein Schuh, ja. Was ich erst kürzlich rausgefunden habe, als ich so ein bisschen Freeplay gemacht habe hier. Dass man stampfen kann, aber anscheinend nicht. Okay. Anscheinend kann man nur mit dem großen Schuh stampfen. Oder war das nur in dem ersten Style möglich? Ach, verdammt. Naja, egal. Auf jeden Fall kann man irgendwie stampfen. So, und kann ich fliegen und der Schuh macht ein lustiges Geräusch. Aber ich kann mich nicht an die Ranke festnageln.
Und hier ist tatsächlich der Tanuki und jetzt sind wir... Haben wir einen Schuh plus Tanuki. Jetzt sind wir eine richtige Frau. Okay. Der Schuh springt? Ah nee, das war der Tanuki. Oh, den Schuh will ich aber behalten. Aber ich komme hier nicht so ohne weiteres durch. Der Schuh. Ja, ja, der Frauenschuh. Der ist schon immer lustig. Und ich glaube, ich muss ihn hier jetzt auch... Ich musste ihn sogar haben. Sonst komme ich hier nicht hoch. Okay. Und wieder die Kirchengeräusche. Okay, ich nehme mal einen Panzer mit. Den kann ich bestimmt gut gebrauchen. Und ich hoffe, ich sterbe hier nicht. Und es gibt wieder einen Schuh. Yay. Ich mag ja diesen Schuh. Nee, ich springe nicht nach rechts. Nein, nein. Das traue ich mich dann doch nicht. Auch wenn da eventuell ein Secret ist, aber ich habe keine Münze oder sowas gesehen. Und hier muss ich ihn leider auch schon wieder ausziehen. Und hier ist noch ein weiterer Checkpoint. Und hier, das machen viele nicht. Beziehungsweise das kann man machen. Einfach mit dem Tanuki schon mal hier die Fläche aufgrasen. Dann hat man es wesentlich leichter. Oft geht das auch mit dem Cooper-Panzer schon. Und ja, dann kann man ihn etwas schneller erledigen. Und ich glaube, hier ist auch irgendwas drinnen und so. Okay, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Ja, wahrscheinlich waren da auch irgendwas. Ach so, ich hätte den Bosskampf mit dem Tanuki komplett abkürzen können. Weil ich ja in die Röhre muss und der P-Switch dient dazu. Okay, dann komm mal her, Bowser. Aber bitte richtig. So. Bowser, Bowser, Bowser. So, das ist natürlich ein bisschen nervig, dass er da halt direkt reinspringen muss. Oder ich springe einfach wieder selbst hoch. Das geht ja auch. Ups. Oh, kein P-Switch-Sprung geschafft. Okay. So, ich hole mir den Pilz nochmal. Und, achso, ich muss mich auch beeilen. Sonst komme ich nicht in die Röhre. Dann mache ich das doch mal und ja. Jetzt müsste ich... Erwarte ich eigentlich so ein bisschen das Ziel schon? Nochmal einen Schuh? Ja! Okay, ich glaube, du hast diesen Schuh auch sehr lieb. Und hier ist tatsächlich das Ziel. Yay! Nice! Das war eine schöne Kirche. Eine tödliche Kirche. Aber ja, hat mir gut gefallen. Und jetzt bleibt vielleicht noch Zeit für ein anderes, kürzeres Level. Ich schau mal, ob es da irgendwas gibt, was relativ kurz aussieht. Weil die alte Kirche, die war schon etwas länger. Only Run. Only Run. Hm. Blue Bones. Ja. Da renne ich mal durch, würde ich sagen. Ich probiere es zumindest. Obwohl die Abschlussrate, die war jetzt nicht so hoch, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute das schon gespielt haben. Oh, okay, es sieht doch ein bisschen schwieriger aus. Oder ist das so ein Don't Move? Ah, nein. Okay, ist das so eine Art Wave Run? Ich glaube, das habe ich schon bei einem anderen YouTuber gesehen. Ja, ja, doch, doch. Irgendwie schon. Ja, es ist ja immer relativ normal, dass die Leute, die bauen, auch bei anderen vorbeischauen. Habe ich auch nichts dagegen. Aber dieses Level, nee, das habe ich noch nicht gesehen, in der Tat. Sondern aber nur so die Idee habe ich gesehen. Ist auf jeden Fall cool, so Wellenreiten. So, jetzt auf die andere. Ja, da springe ich. Ah, das habe ich nicht so wirklich raus, glaube ich. Ah, ja. So, jetzt nochmal. Ja, ich muss auf die Physik klarkommen. Okay. Ja, hier müsste ich eigentlich schon wieder auf die andere Welle springen. Okay. Ja, es ist so ein bisschen Trial and Error. So, hier. So, auf die andere Welle. Auf die andere Welle. Nee, das kann ich nicht. Okay. Ach ja, das darf ich natürlich auch nicht. So, aber jetzt nochmal Konzentration.
Ja, ich bin da schlecht drin, sowas. So, komm. Na, jetzt kommt da noch so ein Ding darunter. Ja, nee, das ist mir zu viel Trial and Error. Aber die Idee ist gut und ja, für Aufnahmen ist es jetzt nicht so geeignet, aber die Idee ist ziemlich nice. Obwohl, gibt's hier einen Checkpoint? Nee, gibt's nicht. Ja, da mache ich noch irgendwas anderes. Rette Yoshi. Ich mach. Ja, das sieht kurz aus. Das sieht kurz aus. Ja, Jump'n'Run. Mache ich das doch mal. Und dann springen und rennen wir jetzt einfach mal. Wow. Da habe ich den Dreisprung ausgelöst aus irgendeinem Grund. Oh, die Kettenhunde, die sind so random teilweise. Ach Gott! Bandsprung. So. Dann schauen wir mal. Wir müssen rennen. Natürlich springen. Wow. Okay. Da habe ich mit einem Spin mich gerade noch gerettet. Ja, hier löst man sehr schnell Dreiersprünge aus. Das kann gut sein, aber auch schlecht. Ich glaube, die untere Tür ist die richtige. Wobei. Ja, doch, das geht eigentlich. Die Feuerdinger, die kommen ja auch gar nicht so hoch. Wo jetzt schon gerade sehr gefährlich war gerade. Nee, das funktioniert. Wobei ich nichts gegen einen Pilz hätte. Speed. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Okay. Weiter, weiter, weiter. Okay, oben. Ich glaube, jetzt hat sich der Weg wieder vereinigt. Das geht weiter. Und ja, wir rennen einfach mal. Sicher, sicher. Und gibt's hier ein Power-Up oder ein One-Up? Power-Up? Nein, One-Ups. Yay. Okay, das Trampolin scheinen wir zu brauchen. Ich nehm's dann mal mit. Oh mein Gott. Und nein, hier ist das Ziel. Für was war jetzt das Trampolin gut? Gut, ich weiß es nicht. Ja, aber das war ein schönes Jump and Run. Oh yeah. Okay. Ich überlege mir inzwischen auch so ein bisschen, zumindest bei den User-Level-Parts, so zwischen den, ja, Wartesequenzen zu schneiden, um ein bisschen mehr Videozeit zu haben. Was würdet ihr dazu sagen? Würde euch das stören oder nicht? Aber auf jeden Fall machen wir jetzt nicht das von Mike, weil ich da ein bisschen was Schweres erwarte, sondern Gruselhaus des Grauens von Fail Fail AF. Nicht AFD, sondern AFT. Fail. Ja, wie würdet ihr das? Würdet ihr das gut finden? Ich glaube, ich mache das einfach irgendwann mal. Vielleicht beim nächsten User-Level-Part dann schon. Und dann sieht man ja, ob das Zeit einspart oder ob das besser ist. Ja, also manchmal ist es halt auch noch so, dass die Level so abgehakt wirken, wenn man es schneidet. Ja, also ich weiß es selber noch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das halt insgesamt schon besser wäre. Ups, und ich lasse mich gerade sehr unnötig treffen. Okay, den P-Switch, den brauchen wir. Ja, Fail Fail hat gesagt, dass das sein erstes Level war. Und ich deswegen nicht so viel erwarten brauche. Ja, und ich. Und das ist ja eigentlich nicht schlimm, weil jeder hat irgendwo mal angefangen, Level zu bauen. Und so. Ja, doch, doch, ich mach das. Ich töte den Hammerbruder. Um zu schauen, was in dem P-Switch drin, in der P-Switch-Tür ist, aber ich mich leider saublöd treffen lassen. Ups. Ja, ich muss mich wieder ein bisschen eingewöhnen in das Spiel. Hab's ja schon. Ja, hab die letzten Tage eigentlich nur Smash gezockt. Und ich mach die hier alle nochmal auf. So. Wo habe ich die Feuerblume jetzt eigentlich hergehabt? Ich weiß es gar nicht. Aber okay. So, jetzt haben wir hier einen P-Switch. Und dann schauen wir mal, ob das ein Bonusraum ist. Nein? Okay. Gut, dann verstehe ich das nicht. Wahrscheinlich ist das dafür, einfach nur dafür da, dass wenn man noch groß ist, dass man da unbeschadet durchkommt. Ja, gut.
war das erste Level. Von daher kriegst du trotzdem einen Stern natürlich. Ja, ich gebe ja fast jedem einen Stern. Und ja, dann schauen wir mal, was du noch so für Level hast. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel einen Schnitt setzen. Weil jetzt ist hier so die Zeit, wo es eigentlich nicht viel zu sagen gibt. Und dann könnte ich hier gleich weitermachen mit dem nächsten Level. Und hier wäre dann der neue Schnitt. Also, man weiß es, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Flappy Mario hat er mir auch eingeschickt. Natürlich an Flappy Birds eingerichtet, inspiriert. Und ich habe eigentlich schon am Anfang gleich verkackt, weil ich da mir ein bisschen Zeit gelassen habe. Aber ich komme ganz gut voran noch. Oh, A-Knopf mashen. Mein Daumen tut immer noch ein bisschen weh. A-Knopf mashen ist hier... Oh, tut mir immer noch ein bisschen weh, aber es geht, es geht. So, jetzt wird es ziemlich eng. Und hier ist das Ziel schon. Ja, dann habe ich es ja doch noch geschafft. Ja, also Flappy Bird ist ja noch ein bisschen schwerer. Da braucht man ja sehr lange, um da auf irgendwas klarzukommen. Also man braucht da schon so, ich sag mal, 10 Versuche, bis man so den Dreh raus hat. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange es bei mir gedauert hat. Aber die Idee ist auf jeden Fall cool. Man könnte das vielleicht noch ein bisschen schwieriger machen. Und länger. Damit da wirklich das Flappy Mario Gefühl reinkommt. Okay. Ja, es sind jetzt so kleinere Level. Aber sie sind immerhin selbst gebaut. Was mich freut. Und ja, spielen wir noch A Nice Adventure. Und das ist relativ neu. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob du schon alle Elemente freigeschaltet hast. Wenn nicht, dann gibt's da so einen Trick, wo du alle Elemente sofort freischalten kannst. Also nicht sofort, aber relativ schnell, sag ich mal. Und zwar, indem du einfach im Baumeister-Modus alles Mögliche spammst. Alle Bauteile und vor allem die neuen Bauteile, die immer reinkommen. Und wenn du das richtig machst, dann kommt irgendwann die Nachricht, ja, neue Lieferung. Und dann hast du mehr Bauteile zur Verfügung. Ja, hier war ein Blind Jump. Das sollte man eigentlich nicht machen. Aber hier hat er halt nicht tödlich geändert, von daher ist das in Ordnung. Ach ja. Ich hab's gesehen, dass ich da reinspringe. Oh mein goodness. Hier ist ein Powerblock. Was ist hier eigentlich? Hier ist nichts. Hier ist ein Trump. Okay. Okay, das ist jetzt vielleicht ganz gut, dass ich gestorben bin. Jetzt habe ich ein Secret, das Ultra Secret gefunden. Wow, hier ist tatsächlich ein Secret. Okay, nice. So, jetzt würde ich aber auch mit einem Pilz belohnt werden. Danke. Ja, also da, das Secret hat mir sehr gut gefallen. Jetzt kann nur das Problem sein, dass ich eventuell nicht mehr runterkomme. Aber nee, ich komme noch runter. Oder? Komme ich noch runter? Oder bin ich jetzt eingesperrt? Weil hier komme ich ja nicht hoch, ne? Nee. Okay. Ich probiere es nochmal. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay, ich probiere jetzt nochmal einmal an der Wand entlang zu sliden. Und wenn es dann nicht geht, dann war das Secret doch nicht so toll. Nee. Okay. Aber der Ansatz, der war gut. Aber leider, wenn man nicht mehr rauskommt, dann ist das leider nicht so schön. So, ich fange nochmal neu an. Wobei die Koopas, die respawnen ja wahrscheinlich. Oder? Ja, es gibt so viele Dinge, was man jetzt nicht hundertprozentig sagen kann. Aber ich glaube schon, dass die respawnen. So. Hier sind die Invisible Coin Blocks. So. Hier aber kein Helm. Nee. So, diesmal lasse ich mich nicht von dem treffen. Und hier gibt es jetzt einen Pilzi. Und einen Checkpoint. Okidoki. Ja, einfach durchrennen, würde ich sagen. Dann rennen wir doch einfach mal durch. Und lassen uns, wenn es geht, nicht treffen. Oh mein Gott. So. Mit einem Dreisprung käme ich hier hoch. Aber ich brauche den Bowser Junior, der darf nicht sterben. Er springt doch nicht nach hinten, Bowser Junior.
spring nach vorne, spring zu mir, du willst ja mich töten. Oi da, okay. Okay, ich kann auch den nehmen. Oder geht's so? Ja, das geht doch so. Okay, gut. Passt. Okay, jetzt haben wir drei Türen. Bitte keine Todestür, bitte keine... Ja, sowas ist dumm. Also so Todestüren muss man echt nicht einbauen. Weil... Andere Spiele würden jetzt das Level eventuell abbrechen. Die linke Tür war wahrscheinlich auch noch eine Todestür. Aber es war ja ein Checkpoint da, also man war recht schnell wieder da, aber... Allgemein für später, bau keine Todestüren ein oder irgendwie sowas, das kommt einfach nicht gut. Außer es war halt... Außer es ist halt direkt davor ein Checkpoint. Stern kriegst du trotzdem mal. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du weiterhin Level baust. Und ja, auf jeden Fall noch mehr Zeit hineinstecken. Weil ein gutes Level, mit viel, wo mal viel Zeit reingesteckt wurde, ist halt besser als viele kleinere Level, wo halt ja nicht ganz so viel Zeit reingesteckt wurde. Und ich, die meisten investieren da, ich weiß nicht, 5 bis 10 Stunden, glaube ich, pro Level. Und ja, das Level hier ist jetzt vielleicht in einer halben Stunde gebaut oder in einer Stunde. Ich weiß es nicht, da ich selber nicht so der Bauer bin. Aber es wurde relativ schnell gebaut. Also einfach mehr Zeit investieren und dann werden die Level automatisch auch besser. Okay, das war's dann wieder für diesen User-Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir Level einchecken wollt, könnt ihr das tun. Einfach in Form eines Kommentars unter irgendeinem Video. Und ja, dann würde ich sagen, bis dann und ciao.